Flower up your life. Und zwar auf die luftigste Art und Weise in Form von Lampion-Papierblüten. Jetzt wirst du sicherlich denken, boah, bestimmt mega kompliziert. Ich zeig dir jetzt die Art und Weise. Easy peasy und stürmisch schnell. Wir sind ja jetzt alle in Sommersonne, gute Laune-Stimmung. Das Outdoor-Wohnzimmer, da wirst du es dir gemütlich machen auf deinem Balkon, auf deiner Terrasse und deine Liebsten einladen. Damit es auch dekorativ schön ausschaut, kreieren wir jetzt solche wunderschönen Blumen aus Papier. Und du wirst jetzt mega überrascht sein, weil du bekommst alles einfach im Supermarkt. Fundament sind die Frühstückstüten, einen Klebestift, Schleifenband und die Schere. Das ist alles. Und die Bastel-Action geht los. Also, eine Tüte nehmen. Und die Tüten haben ja immer unterschiedliche Höhen von der Öffnung. Die niedrigere zu dir. Den Klebestift öffnen und jetzt ein umgedrehtes T hin und her streifen. Einmal nach, in der Mitte nach oben und unten. Und meine Empfehlung ist für dich bitte immer zweimal hoch und runter, dass du das satt mit Kleber benetzt hast. Dann nehmen wir die nächste Tüte. Jetzt wieder die niedrigere nach unten und genau so gehen wir jetzt peu à peu durch. Also je nachdem, wie volumig du die Blüte haben möchtest, rate ich dir immer eine gerade Zahl 8, 10 oder 12 Tüten. Also wieder Klebestift an und ein umgedrehtes T von oben nach unten und dann die Tüte wieder drauf. Fetzige Musik oder je nachdem, was du hörst, reinlegen und dann drauftüten mit Kleber. Als Abschluss ganz fest nochmal draufdrücken, damit sich die Papiertüten mit dem Kleber gut verbinden. Dann eine gute Stunde trocknen lassen. Ich habe das jetzt schon mal hier vorbereitet. Und jetzt Achtung! Augen auf und ganz nah an den Bildschirm, weil du nimmst dann einfach die erste Lasche, die letzte und jetzt ta-ta-ta-ta! Schau dir das mal an. Richtig voluminös, einfach grandios. Es sind Hingucker vom Allerfeinsten. Und jetzt gebe ich dir schon die Tipps, wie du die dekorieren kannst. Wir legen mal los auf den Tisch. Du siehst es hier schon, wie so ein Fächer habe ich das Ganze nur hier hingegeben. Zur Fixierung, damit es auch bleibt, entweder wie hier einen Dekostein zur Beschwerung oder was eben vom Garten. Genauso gut kannst du auch unsere Elambia-Kerzen nehmen, dann leuchtet sie ja gleichzeitig und gibst es einfach nur zur Beschwerung hier unten rein. Ich meine, wenn da die Gäste kommen, das ist ja g'schau, sagt man in Bayern. Entweder belässt du jetzt so die Blüte, wenn du sagst, du möchtest mehr Dreidimensionalität wie hier, dann kommt jetzt Trick 17. Also wieder zu. Dann nimmst du eine Schere und wirklich jetzt frei aus deiner Kreativität setzt du hier an und schneidest einfach eine Welle, Zacken, was dir eben lieber ist, so durch. Schneid hier jetzt einfach rum und wieder die Schere. Ja, die hat jetzt eine Challenge, macht aber nichts. Und hier oben die Endung. So. Jetzt siehst du, das ist jetzt mir auch passiert, so ein kleiner Fehler, das macht nichts. Dann setze ich einfach nochmal zur Korrektur an, damit es dann auch gleichmäßig alles ist. Und jetzt schau dir das mal an. Es entstehen jedes Mal Unikate. Wow! Also das ist einfach Wow-Faktor. Damit du die auch schön aufhängen kannst, schnappst du dir einfach ein Schleifenband, was du zu Hause hast, je nach Länge, nach gewünschter zurecht schneiden und jetzt nimmst du wieder den Klebestift und hier satt mit Kleber benetzen, vorne als auch hinten, damit das Ganze auch stabil hängt, wenn ein Sommerwind weht, auf der anderen Seite auch, rauf, runter und dann Schleifenband. Gut drauf drücken. Es ist jetzt hier ein bisschen dicker, das Schleifenband, macht aber nichts. Und jetzt wieder hier einmal rum. Und dann
mit der Hand schön andrücken. Simsalabim. Wenn du die Papierblumen für schöne laue Sommerabende idyllisch leuchten lassen möchtest, dann gönnst du dir bitte einfach eine Micro-LED-Lichterkette. Da ist ja das Ende des Batterienfachs schön versteckt. Das gibst du einfach hier, pulst du in die Mitte der Blüte hier rein. Öffne das nochmal ganz kurz und versteck das hier drinnen. Einfach in der Mitte. Schau, das ist hinten und das ist die Vorderansicht. Man sieht also gar nichts. Und dann die Lichter mit Hilfe von Tesa schön hier gleichmäßig verteilen. Und Vorhang auf für das leuchtende Blütenspektakel. Ich bin schon mega gespannt, wie du die Lampe- und Papierblüten findest. Deswegen unbedingt kommentieren, liken und unseren QVC-Kanal klick abonnieren.